Ja, herzlich willkommen zum Finanzen.net-Webinar am heutigen Montag. Schön, dass wieder so viele mit dabei sind, um sich heute mit uns über ein Zertifikatethema zu informieren. Wir haben heute zu Gast Heiko Geiger von der Bank Vontobel Europe. Herr Geiger ist seit vielen Jahren im Derivatebereich unterwegs, war zuvor bei der Deutschen Börse für den Aufbau des Indexgeschäfts verantwortlich und treibt heute das Derivate-Geschäft bei Vontobel voran. Herr Geiger müsste uns nun zugeschaltet sein aus Frankfurt. Hallo, Herr Geiger. Hallo, Herr Altvater. Guten Tag. Hallo, schön, dass Sie da sind. Herr Geiger, wir haben heute das Thema Revolution am Zertifikatemarkt. Mit meinem Zertifikat haben Sie einen völlig neuen Service am Start, mit dem Anleger ihr eigenes Zertifikat auflegen können. Das klingt in der Tat für uns revolutionär, wirft natürlich aber auch einige Fragen auf. Auf jeden Fall Grund genug für uns, Sie zum Finanznet-Webinar einzuladen, um uns dieses Angebot mal genauer anzuschauen. Vielleicht in zwei, drei Sätzen vorweg. Ich weiß, Sie haben einen Vortrag vorbereitet, die Zeit ist kurz. Was versteckt sich denn hinter diesem Service und wie ist die Idee dazu auch entstanden? Also die Idee dazu entstanden ist in der Vergangenheit, und zwar haben wir ja schon sehr lange sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland für Berater, für Vermögensberater, für Vermögensverwalter, für Portfoliomanager schon eine Plattform im Einsatz, die es denen ermöglicht, individuell Zertifikate zu bauen und zu emittieren. Und daraus hat sich dann im Zuge der technologischen Entwicklung und auch ganz klar mit der Reduktion der Produktionskosten sich irgendwann natürlich auch die Frage uns gestellt, ob wir diesen Service, diese Technologie nicht auch dem Endanleger zur Verfügung stellen wollen. Und diesen Schritt sind wir jetzt mit meinzertifikat.de gegangen. Okay. Wie gesagt, es stellen sich natürlich für den Anleger viele Fragen. Unter welchen Voraussetzungen kann ich ein Zertifikat emittieren? Kann wirklich jeder Anleger ein Zertifikat emittieren? Oder auch welche Art von Zertifikaten können emittiert werden? Sie haben für uns einen Vortrag vorbereitet und den sollten wir jetzt auch relativ zeitnah starten. Zuvor noch den Hinweis an unsere Zuschauer. Sie können wie gewohnt Fragen stellen. Wir würden dann am Ende nochmal so eine kleine Fragerunde machen und da die interessanten Fragen für alle mit allen gemeinsam zu beantworten. Wenn irgendwas kommt, was genau passt, Herr Geiger, würde ich auch mal zwischen reingehen. Selbstverständlich. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los und damit wünsche ich allen ja, einen spannenden Vortrag. Ich übergebe Ihnen da gerade die Moderation. Sekunde. So. So, jetzt müssten alle zumindest unser Titelbild schon mal sehen von meinzertifikat.de. Ich mache das Ganze jetzt mal groß. Ja, also ist gut zu sehen. Sie sind ein klein bisschen bei Ihnen in der Leitung, ist aber, denke ich, kein Problem. Ja, gut, wir sind live, da kann man auch ein bisschen Rauschen im Hintergrund, denke ich, verkraften. Nun, dann starten wir. Ich habe das ganze Webinar in zwei Teile gegliedert. Einmal einen kurzen Vortrag, wo wir versuchen, ein bisschen die Theorie zu vermitteln, die Funktionsweise. Warum haben wir das gemacht und wie funktioniert das System? Und dass wir dann im Anschluss einfach mal versuchen, ein Zertifikat zu emittieren, um eben auch zu sehen, wie einfach das inzwischen möglich ist, beziehungsweise auch wie schnell das Ganze dann an der Börse handelbar ist. Für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, die das erste Mal jetzt mit Vontobel zu tun haben, vielleicht ganz kurz eine Übersicht, wer wir sind. Wir sind eine Schweizer Familienbank, die jetzt schon fast 100 Jahre am Markt ist und unsere Kernkompetenz ist in erster Linie das Vermögensmanagement für unsere Kunden, also das klassische Private Banking, aber wir sind auch im Produktebereich sehr stark, sowohl auf der Fonds- wie auch auf der Zertifikate-Seite. Und das vornehmlich, wenn man in unseren Fokusmärkten, die da sind, natürlich Schweiz, deutschsprachiges Ausland, aber eben auch USA und
Asien. Was uns sehr wichtig ist, ist das Thema Technologie. Und hier sind wir, sag ich mal, getrieben, uns kontinuierlich zu verbessern und Prozesse und Systeme zu optimieren. Und mitunter das jüngste Kind ist eben hier die neue Plattform meinzertifikat.de. Nun, was verstehen wir darunter? Letzten Endes sehen Sie hier mal so diese Wertschöpfungskette. Für wen ist das, die neue Plattform verfügbar? Das ist sowohl für Privatanleger jetzt erstmalig als auch für Vermögensverwalter und Banken. Man kann sich ganz unverbindlich registrieren auf der Webseite, bekommt dann die Logins zugeschickt und dann kann man im Grunde genommen schon loslegen. Was wird angeboten? Sind die gängigen Standardprodukte. Wir haben uns hier also quasi auf die großen Gattungen konzentriert, die das meiste Handelsvolumen generieren, also Aktienanleihen, Protect-Aktienanleihen, aber auch Discount- und Bonus-Cap-Zertifikate. Anleger können hier verschiedenste Marktszenarien simulieren, kriegen dann auch die Marktpreise der Produkte quasi in Echtzeit und haben dann eben 30 Sekunden Zeit, auf diesen gültigen Preis dann das Produkt zu emittieren, beziehungsweise wenn man sich nicht ganz sicher ist und noch eine andere Variante ausprobieren will, dann kann man einfach ein Update anfordern. Das Ganze funktioniert so, wenn ich einen Preis habe und mein Produkt definiert habe, dann kann ich quasi das Ganze bestellen und bin dann in der Regel so bis 30 Minuten an der Börse handelbar. Zielsetzung von dem Ganzen ist es auch ein Stück weit das Kundenerlebnis zu steigern, auch die Erfahrung, die Kenntnisse des Kunden zu erweitern, indem er eben auch, sag ich mal so, die Abhängigkeiten bei dem Pricing von Zertifikaten, auch wie die Konditionen zustande kommen, wie sie von gewissen Marktfaktoren abhängen, besser kennenzulernen, besser zu verstehen. Und das sehen wir dann nachher auch ein bisschen, wie das genau funktioniert. Wenn wir uns das System jetzt einmal genauer anschauen und einfach mal gucken, was ist letzten Endes so das Revolutionäre daran. Bisher ist es ja so gewesen, wenn ich ein Zertifikat oder mich für Zertifikate interessiert habe, dann haben wir derzeit in Deutschland, sagen wir mal, einen Bestand von 1,5 bis 2 Millionen Produkten. Und da muss ich mich zurechtfinden in diesem Produktdschungel, um das für mich passende Zertifikat zu finden. Wahrscheinlich gibt es das auch, allerdings ist es mit einem recht hohen Analyseaufwand für diejenigen verbunden, die eben nicht jeden Tag am Markt aktiv sind und dementsprechend dann, sag ich mal, Routine in diesen Suchvorgängen haben. Zielsetzung sollte eben auch sein, dass ich dadurch natürlich vor allem in der Beratung eine höhere Beratungsqualität erlange, weil der Berater gemeinsam mit dem Kunden das Zertifikat aussuchen, den Markterwartung oder die Markterwartung simulieren kann und dann auch entsprechend, wenn man sich geeinigt hat auf eine Strategie und auf ein Produkt, das Ganze dann sofort maßgeschneidert auch emittieren und an der Börse kaufen kann. Der Zugang ist im Prinzip für jedermann. Die Produktanfragen laufen, sagen wir so, börsentäglich bis 17 Uhr kann man Produkte machen. Bei Aktienanleihen ist das Fenster ein bisschen früher geschlossen. Da geht es quasi bis 15 Uhr und danach, wenn das Produkt emittiert ist, kann ich eben so, also bis zu 30 Minuten nach Emission das Produkt an den Börsen kaufen. Das kann ich dann über meine Bank, ich weiß über Sparkasse, auch über diverse Online-Broker jederzeit machen. Wichtig zu erwähnen, es gibt keine Mindestabnahmeverpflichtung, das heißt, das Produkt, was gemacht wurde, muss nicht notwendigerweise vom Kunden abgenommen werden. Also es gibt jetzt auch keine Mindestgrößen, wie es das früher gegeben hat im professionellen Segment, sondern was entsprechend emittiert wurde, das geht dann auch direkt in den Markt. Was wir hier anschauen, ich habe es erwähnt, im Fokus sind Aktienanleihen, Discount und Bonuszertifikate. Und man sieht hier eigentlich auch sehr schön, dass das im Grunde genommen die Hauptkategorien im deutschen Zertifikatemarkt sind. Das heißt, was ich hier sowohl bei den Emittenten auf der Produktionsseite mittlerweile standardisiert hat, was Prozesse, was Systeme angeht, das versuchen wir eben mit dieser neuen Plattform auch dem Privatanleger zur Verfügung zu stellen, damit sich eben auch der Anleger
dieses Know-how und diese Systeme zunutze machen kann, um sich dann eben für sein Portfolio das richtige Produkt gestalten zu können. Vom Umfang her bieten wir alle Basiswerte an, die wir auf der Plattform haben, und ich würde sagen, das ist ein relativ umfangreiches, auch vielseitiges Angebot. Es gibt natürlich aber auch Grenzen. Wenn man es beispielsweise sich vorstellt, ich möchte Protect-Aktienanlage, ein Bonus-Cap-Zertifikat auf so chinesischen Mid-Cap oder Small-Cap-Aktien machen, dann würde wahrscheinlich das System eine entsprechende Meldung bringen, dass dies im Moment nicht möglich sei. Aber ich sage mal so, die gängigen Titel aus dem DAX, Eurostoxx, so die großen amerikanischen und internationalen Blue Chips, die sind hier also jederzeit abbildbar. Wie sieht der Prozess aus? Wir fangen im Prinzip an, uns Gedanken zu machen, was ist unsere Markterwartung. Passend zu dieser Markterwartung haben wir dann ein Zertifikat. Wir wissen, wollen wir Discount, wollen wir Aktienanleihe oder ein Bonus-Cap-Zertifikat kaufen. Und dann gestalte ich mein Zertifikat. Das heißt, ich gebe die Konditionen ein, die ich mir vorstelle. Dann kann ich mir den Preis anschauen. Und wenn es von den Konditionen und vom Preis her passt, dann drücke ich den Knopf Zertifikat bestellen. Und dann erhalte ich per E-Mail eine Bestätigung, den ganzen Unterlagen, Termsheet, Produktinformationsblatt, und wie gesagt, circa 30 Minuten später kann man das Produkt dann auch an den Börsen schon kaufen. Wichtig ist hier, es ist eine klare Trennung zwischen Bestellung und Kauf, das heißt, das Tool meinzertifikat.de dient letzten Endes der Auswahl, der Produktgestaltung. Der eigentliche Kauf über das Ordersystem der Bank ist ein davon getrennter eigener Prozess. So, wir sehen jetzt hier nochmal, wie dieses Tool meinzertifikat.de ausschaut. Das ist hier quasi die Einstiegsseite. Und wir sehen im Grunde genommen hier eine Art Produktschnellübersicht. Wir haben hier im rechten Teil, sehen wir die ganzen Aktivitäten, das heißt, hier sind alle Produkte gelistet, die ich simuliert habe, beziehungsweise die ich emittiert habe. Wenn ich sie nur simuliert habe, aber kein Produkt emittiert habe, dann ist das Ganze braun gehalten. Und wenn ich hier ein grünes Feld habe, dann zeigt mir das, dass ich dieses Produkt tatsächlich emittiert habe. Wir sehen hier links nochmal die Menüübersicht, hier kann ich dann entsprechend in die Gestaltungsmaske gehen und analog dann die einzelnen Attribute der jeweiligen Produkte ausfüllen. Hier gibt es nochmal eine Schnellproduktübersicht, die mir relativ umfangreich so eine aktuelle Übersicht der Marktkonditionen gibt. Schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und hier unten in dem Segment Marktübersicht letzte 7 Tage, da kriegt man so ein bisschen ein Abbild dessen, was derzeit bei meinzertifikat.de nachgefragt wird. Das heißt, das ist so ein bisschen auch die Cloud-Information, wo man sieht, was denn so die anderen User dieses Systems machen. Jetzt gehen wir gerade mal kurz wieder hier raus. Hier sehen wir jetzt quasi das Anfragefenster. Das ist das Herz des Systems. Nehmen wir als Beispiel mal ein Discount-Zertifikat, und hier wird gerade ein Discount-Zertifikat auf BMW simuliert. Abwicklungsart hier heißt physisch, das heißt am Laufzeitende soll, sofern ich unterhalb des Caps notiere mit der Aktie, die Aktie, der Basiswert geliefert werden. Laufzeit ist 1 Jahr und der Basispreis wäre hier 80 Euro, Bezugsverhältnis 1:1, also pro Zertifikat Anspruch auf eine Aktie. Es ist ja einfach gehalten. Ziel war es hier eben auch, die Produktattribute wirklich auf das Wesentlichste zu reduzieren. Im Vergleich dazu beispielsweise das Fenster bzw. die Auswahlmöglichkeit an Attributen für die einzelnen Produkte sind wesentlich umfangreicher und auch komplexer. Aber Zielgruppe ist der Privatanleger, und deswegen sollte eben diese Eingabemaske so einfach wie möglich gehalten werden. Hier sehen wir dann quasi das Ergebnis.
mal ein Beispiel einer Daimler, eines Bonus-Cap-Zertifikats auf Daimler. Hier wurde angefragt, ein Daimler-Bonus-Zertifikat, sehen wir hier oben die Daimler, auch Abwicklungsart wieder physisch, Laufzeit ein Jahr und als Cap wurde 67 Euro eingegeben und die Barriere dann hier in Prozent quasi bei 60%. So, und ausgespuckt wurde dann quasi hier das Ergebnis, das heißt die Referenz, sprich die Daimler-Aktie notiert bei 62 Euro, der Cap wäre dann bei 106,6%, also ich hätte hier eine Bonusrendite von 6,6%, Barriere bei 60 wäre dann in Euro umgerechnet 37,71 Euro. Und das Ganze hätte dann hier oben zu einem Preis von 65,08 Euro emittiert werden können. Und hier rechts sehen Sie dann den Bestellknopf. Da sehen Sie auch, der Preis ist jetzt noch für 11 Sekunden günstig. Das heißt, der tickert natürlich hier runter und sobald er bei 0 angekommen ist, wird das Fenster von grün auf orange umgestellt. Und das zeigt dem Anleger, dass quasi die Gültigkeit des Preises abgelaufen ist und er muss nochmal einen Preis neu anfragen. So, hier sehen wir dann quasi den Übergang von der Bestellung zum Kauf, sprich die Bestellbestätigung, die Sie erhalten, wo Sie dann nochmal die ISIN, die Web-PPK-Nummer, das Produktinformationsblatt, alle Details, die Sie brauchen, kompakt in eine Bestätigungs-E-Mail erhalten. Da haben Sie nochmal die ganzen Detailinformationen, die Sie zu Ihren Unterlagen legen können, aber die Ihnen auch dann nochmal helfen, einen möglichen Kauf zu rekapitulieren. Das heißt, mit diesen Daten können Sie dann beispielsweise bei Onvista oder auch bei Ihrem Online-Broker oder auch bei Finanzenet entsprechend Ihr Produkt suchen und dann entsprechend den Kaufauftrag abgeben. Wir haben das Ganze noch auch durch ein bisschen Social Media angereichert. Das heißt, hier gibt es noch einen Smart Guide. Da wollen wir so ein bisschen die ganzen Präferenzen der User von meinzertifikat.de aggregieren und dann auch entsprechend dem Anleger zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben dieses System beispielsweise schon seit Ende 2015 in der Schweiz im Einsatz. Dort werden dann Daten der Nutzer gesammelt und man hat dann am Ende des Tages, sag ich mal, so eine ähnliche Funktion wie bei Amazon auch. Wenn ich mich jetzt beispielsweise für ein Produkt, sagen wir einen Discounter auf BMW, interessiere, dann kriege ich beispielsweise auch ähnliche Produkte angezeigt. Das heißt, man versucht hier das Verhalten anderer Marktteilnehmer in ähnlichen Szenarien zu beobachten, zu aggregieren und diesen Mehrwert dann natürlich dem Nutzer auch zur Verfügung zu stellen. Und damit habe ich dann quasi die Möglichkeit, auch entsprechend meine Auswahl zu gewichten, dass ich sagen kann, ich habe diese vier Attribute, Vergleichbarkeit, Beliebtheit, Community oder Preisaktivität. Das kann man entsprechend gewichten und dementsprechend dann die Auswahl auch entsprechend maßschneidern. Das heißt, je stärker ich den Community-Knopf gewichte, umso größer fließt natürlich die Simulationen der Community ein. Bei der Preisattraktivität, je höher ich die Preisattraktivität gewichte, umso höher fließt die Preissensibilität der entsprechenden Produkte ein. So, jetzt bin ich mit der Theorie durch und würde einfach vorschlagen, wir schalten jetzt mal um und gehen auf die Webseite meinzertifikat.de. Was ist hier quasi die Vermarktungsseite? www.mein-zertifikat.de. Da haben Sie dann eingangs ein Video, wo Sie sich mal anschauen können, beziehungsweise hier noch ein Testzugang, den Sie beantragen können, oder was heißt Testzugang, generell einen Zugang, den Sie beantragen können. Sie haben dann hier nochmal kurz einen Überblick, was Neues an dieser Plattform. Hier nochmal zusammengefasst die ganzen Vorteile dieses Systems. Wir haben derzeit auch ein Gewinnspiel.
Das heißt, hier können Sie, wenn Sie sich registrieren, sich für ein Gewinnspiel noch registrieren, beziehungsweise auch Freunde mit einladen. Das Ganze läuft noch bis zum 4. Oktober. Und hier unten sehen Sie entsprechend die Preise, die es noch zu gewinnen gibt. Also hier lade ich Sie nochmal ganz herzlich zu ein, sich für meinzertifikat.de zu registrieren. Und aktuelles haben wir dann auch nochmal entsprechend das Feedback der Presse abgelegt, beziehungsweise hier unten für all diejenigen, die sich mit den Produktgattungen jetzt nicht so firm sind, dann auch nochmal einzelne Produktblätter hinterlegt, wo man dann gerade auf einer Seite sich das nochmal anschauen kann, was sich dahinter verbirgt. So, das also quasi die Marketingseite. Wenn wir uns jetzt registriert haben und haben unsere Login-Daten bekommen, dann können wir über den Knopf hier oben anmelden, uns in meinzertifikat.de anmelden. Ich habe das jetzt schon mal im Vorfeld getan und Sie sehen hier, kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor, das ist quasi die Einstiegsseite, das ist hier die Übersichtsseite von meinzertifikat.de. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt hier rechts bei den Aktivitäten braune Kästchen und grüne Kästchen. Die braunen sind die Produkte, die ich simuliert habe, und die grünen Kästchen sind die Produkte, wo ich dann tatsächlich auch auf Emission gedrückt habe, die ich bestellt habe. Hier unten sehen wir nochmal, was derzeit bei meinzertifikat.de alles los ist. Also wir sehen hier fast 50% der User simulieren auf den Euro Stoxx 50. Bei den Aktien steht, wen wundert's, die Deutsche Bank ganz vorne, aber auch des deutschen Lieblingsaktien Daimler, BASF und Bayer. Ich kann dann hier weiterschauen, mir die Produkte angucken. Dann sehen wir es meistens in Protect-Aktienanleihen, was derzeit gemacht werden, und klassische Aktienanleihen, Discounter beziehungsweise Bonus, das sind hier eher im Moment unterrepräsentiert. Hier sehen wir auch nochmal die beliebtesten Sektoren. Das heißt, fast 25% schauen sich derzeit Finanzdienstleister an und 21% Verbrauchsgüter. Also auf der einen Seite eher die ganz riskanten Basiswerte mit einer hohen Vola und zum anderen dann doch eher die soliden, ja, Art Value-Titel, wenn wir uns dann eben hier bei den Verbrauchsgütern orientieren. So, wenn wir sagen, wir wollen uns jetzt mal eine Aktienanleihe beispielsweise anschauen, dann klicken wir hier auf Aktienanleihe und dann kriegen wir gleich das Pricing-Fenster angezeigt. So, jetzt können wir sagen, okay, wir wollen mal schauen, eine Aktienanleihe auf Daimler. Und wir wollen das Ganze auch physisch gesettelt haben, weil wenn die Aktienanleihe fällig wird und wir sollten unter dem Cap, unter dem Basispreis notieren, dann möchten wir die Daimler-Aktie geliefert bekommen. Als Bewertungstag haben wir jetzt die Möglichkeit, entweder ein genaues Datum einzugeben, wann wir die Rückzahlung haben möchten. Zum Beispiel sagen wir, wir möchten kurz vor Weihnachten die Aktienanleihe zurückgezahlt bekommen. Haben, können wir sagen, wir machen einen Kurzläufer 2016. Analog könnte ich beispielsweise auch eingeben, ich möchte das Ganze auf 3 Monate, oder gehen wir mal her und sagen, wir machen Mitte nächsten Jahres 9 Monate. Dann löst das System automatisch nach dem nächstmöglichen Fälligkeitstermin auf. Als Basispreis haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, wir geben das Ganze in Prozent an. Oder eben auch in Euro. Also wir können sagen, wir wollen Euro haben und nehmen beispielsweise als Basispreis 60 Euro an. Und dann schicken wir jetzt einfach mal eine Produktanfrage los und gucken, was uns das System zurückschickt. Wir sind jetzt mit unseren 60 Euro natürlich relativ nah am Referenzkurs, sprich am Preis der Daimler-Aktie. Das ist die notiert, das sehen wir hier unten. Bei den 62,50 Euro. Und wir sind hier beim Basispreis mit 60 Euro, hier bei ca. 96 Prozent. Dementsprechend kriegen wir natürlich auch für unsere Risikobereitschaft, die wir haben, einen doch recht soliden Coupon von 10,15
per annum angezeigt. Absolut wären es 8,45, denn wir sind ja nicht 12 Monate investiert, dass der PA-Coupon zugrunde liegen würde, sondern nur 9 Monate. Entsprechend fällt natürlich der Absolut-Coupon geringer aus. Und Sie sehen, der Preis ist jetzt von grün auf orange gesprungen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine Produktanfrage stellen, um hier einen gültigen Preis zu erhalten. Jetzt sagen wir, naja, wir haben ein bisschen turbulente Zeiten, so direkt jetzt an Geld auf den Hochs zu investieren, wollen wir nicht. Wir reduzieren den Basispreis mal auf, naja, sagen wir 55 Euro und stellen eine erneute Produktanfrage. So, das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus. Wir sind hier 12% im Geld mit unserem Basispreis von 55 Euro. Dafür erhalten wir natürlich auch einen geringeren Coupon, also die 6,65%. Aber auf 9 Monate 6,5% per annum bzw. 5,5 absolut ist etwas, wo wir sagen, das passt eigentlich in unsere momentane Markterwartung und Portfoliostruktur hinein. Das wollen wir gerne machen. Jetzt habe ich wieder zu lange geredet. Deswegen ist ja auch schon wieder der Preis nicht mehr gültig. Was ich aber noch zeigen möchte, Sie haben hier dieses Dokumentenzeichen. Das heißt, wir können hier schon quasi real-time einmal das Termsheet aufrufen. Da sehen wir dann auch gleich auf der ersten Seite, dass das noch im Entwurfmodus ist. So, hier steht jetzt noch auf Englisch Proposal. Das heißt, ich mache es ein bisschen kleiner. Das ist noch im Entwurf, weil das Produkt ist ja noch nicht emittiert. Das heißt, hier haben wir aber schon mal real-time die endgültigen Angebotsbedingungen. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Wir können parallel uns auch schon das Produktinformationsblatt, das PIP, aufrufen. Für dieses simulierte Produkt. Und hier haben wir schon das Produktinformationsblatt für unsere Aktienanleihe. Hier unser Zinssatz 6,5%, unser Basispreis 55 Euro und der Bewertungstag wäre der 21. Juli 2017. Jetzt sehen wir aber auch, wir haben noch keine Wert-PP-Kennnummer bzw. ISIN, weil wir haben das Produkt ja noch nicht emittiert. Und das machen wir jetzt mal. Machen wir die hier wieder zu. So, machen wir nochmal ein Update auf unsere 55 Euro in der Daimler. Und dann gehen wir her und sagen, so, dieses Produkt wollen wir jetzt bestellen. So, in dem Moment bestellen wir dieses Produkt mit diesen Konditionen. Und Sie sehen, schon ist das Produkt emittiert. Notieren wir jetzt gerade mal die Wertpapierkennnummer, die VN4 Bertha 2 Ulrich. Und wir schauen es gleich dann mal. Herr Geiger, ich müsste hier gerade mal ganz kurz einhaken, weil auch die Frage dazu aufkommt. Sind da irgendwelche Kosten jetzt mit verbunden mit dieser Bestellung oder ist es für den Anleger kostenfrei? Nein, für den Anleger ist es kostenfrei. Der Anleger registriert sich kostenfrei. Und der Anleger kann auch kostenfrei die Produkte emittieren. Und wenn er sich jetzt beispielsweise sagt, ups, jetzt habe ich doch zu schnell auf den Bestellknopf gedrückt, eigentlich wollte ich jetzt doch nicht bei 55 Basispreis, sondern noch ein Stück weit runter oder noch ein bisschen höher gehen, dann hat er auch keine Abnahmeverpflichtung, sondern dann ist das Produkt eben im Markt und er kann dann auch sich nochmal eine neue Simulation durchführen und wenn die ihm dann besser passt, dann eben nochmal ein Produkt machen. So, parallel zu dieser Bestätigung bekommen Sie jetzt eine E-Mail gesendet mit der entsprechenden Dokumentation, also den endgültigen Angebotsbedingungen plus den Produktinformationsblatt, auch mit der dann gültigen Wertpapierkennnummer und der ISIN und dann haben Sie eigentlich alle rechtlich relevanten Unterlagen auch sofort zur Hand und können Sie dann auch auf Ihrem Rechner entsprechend abspeichern oder für Ihre Unterlagen ausdrucken.
wenn wir uns das mal anschauen, Discount-Zertifikat ist, sagen wir, von der Maske her ähnlich gestaltet. Das heißt, Sie haben hier wieder den Basiswert. Das heißt, wir würden hier nochmal analog die Daimler eingeben. Physische Abwicklungsart, Bewertungstag, sagen wir beispielsweise 6 Monate. Jetzt probieren wir es mal einfach, indem wir den Cap prozentual eingeben. Sagen wir wollen 80% in Geld kaufen und testen das Ganze jetzt mal in Prozentangabe. Und dann haben wir hier einen Basispreis von 50 Euro und natürlich einen tieferen Coupon. Die Daimler-Aktienanleihe haben wir eben mit 55 emittiert, bei 5,5 absolut. Und hier sind wir jetzt natürlich nochmal 5 Euro tiefer im Geld. Daher die Rendite oder maximale Rendite von den 3,22%. Aber vom Prinzip her genauso wie die Aktienanleihe auch. Je nachdem, was Sie präferieren, geben Sie eben die technischen Kennziffern für Ihr Wunschprodukt entweder in Euro, sofern Sie direkt eine Vorstellung haben, bei welchem Kurs hier der Cap definiert sein soll, oder eben können Sie das Ganze auch prozentual definieren. Jetzt will ich Ihnen noch kurz die Produktübersicht zeigen, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist quasi so eine Art Schnellübersicht über die aktuellen Konditionen im Markt. Sie sehen, hier baut sich schon die Seite auf. Wenn wir mal beim Discount-Zertifikat hier bleiben, dann können wir hier einstellen, uns interessiert eine maximale Rendite von 5 bis 10%. Und wir gehen von einem Cap aus, sagen wir mal, wir gehen, weiß nicht, bei 100, sondern wollen ein bisschen ins Geld gehen, 90%. Und von den Laufzeiten her interessieren uns, sag ich mal, die 3 Monate und 6 Monate Laufzeit. Und dann passt sich hier die Datenbank automatisch ab. Wir haben also hier in der linken Spalte alle Produkte mit 3-monatiger Laufzeit. Und wir haben hier den Cap bei 90%, wie wir ihn definiert haben. Ja. Und dann sehen wir auch gleich, Maximalrenditewunsch hatten wir 5 bis 10% eingegeben. Das heißt, hier bekommen wir dann auch quasi die Zielgröße von diesen Suchkriterien geliefert. Parallel dazu auch die 6-Monats-Zielsetzung. Hier sehen wir dann quasi in dieser Spalte alle Produkte mit Laufzeit von 6 Monaten. So, wenn wir sagen, okay, wir haben hier die Volkswagen, die könnte interessant sein, dann klicken wir hier mal auf diese 9,9% drauf und das System baut uns jetzt quasi die Konditionen auf, die hinter diesem Produkt stehen. Also das wäre dann die Volkswagen. 3 Monate Laufzeit mit einem Cap bei 90 und dann könnten wir hier gleich die Produktanfrage heraus starten und sehen, wie hier die Konditionen aussehen und könnten sofort dieses Produkt auch bestellen. Abschließend vielleicht noch ein kurzer Blick auf den Smart Guide. Das nochmals kurz zur Wiederholung ist quasi das Ergebnis oder die Essenz aus der Nutzerschaft von meinzertifikat.de. Und hier sehen wir dann jetzt auch nochmal, welche Produkte entsprechend unserer Personalisierung ausgegeben werden. Wenn wir hier auf Personalisieren klicken, können wir dann nochmal sagen, okay, wir wollen die Community ein bisschen übergewichten. Wir wollen auch die Beliebtheit, ist uns jetzt mal wichtig. Aber Vergleichbarkeit und Preis ist uns nicht so wichtig, sondern wir wollen verstärkt auf die Community schauen und dann findet hier eine Aktualisierung statt und Sie sehen hier sofort ganz oben hier rangiert die Deutsche Bank. Entsprechend ist die Beliebtheit hochgerankt und die Community Preisattraktivität, haben wir gesagt, interessiert uns jetzt nicht so sehr, ebenso die Vergleichbarkeit. Dafür bekommen wir dann solche Produkte, kann ich dann sagen, gefällt mir nicht. Und über das Klicken auf die Auswahl komme ich dann natürlich sofort schon wieder
zu dem entsprechenden Produkt, kann die Produktanfrage stellen und kann auch über den Bestellknopf sofort zum Produkt gehen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob denn schon auf Finanzen.net unser Produkt angezeigt wird. Man muss dazu sagen, die gesamten Stammdaten des Produktes werden nicht per Knopfdruck in Nanosekundenschnelle in die Online-Portale und die Datenbanken der Banken hineingespielt. Daher die Dauer bis zu 30 Minuten, denn die Belieferung der Wertpapier-Kennnummer-Hüllen mit den entsprechenden Stammdaten, das dauert etwas. Aber wir geben jetzt mal unsere Wertpapier-Kennnummer ein, die wir bestellt haben. Das war die Victor Nordpol 4 Bertha 2 Ulrich. So, Victor Nordpol 4 Bertha 2 Ulrich. So, okay, er muss bei Finanzen.net noch nicht angekommen. Gucken wir mal parallel bei der Börse. Börse Frankfurt.de. Ob wir hier schon was finden können. So, da ist auch noch nichts. Also die Bestellung ist jetzt circa so 10 Minuten her. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis dieses Produkt dann in der Produktsuche auftaucht. In der Regel, wie gesagt, sind das auch maximal 20 Minuten. Dann haben wir schon entsprechend Preise bei den einzelnen, Börsen, sprich in Frankfurt, aber auch in Stuttgart. So, jetzt schaue ich gerade noch mal kurz hinein. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Ja, zunächst mal an der Stelle, Ihr Vortrag ist jetzt, glaube ich, ist durch. Würde man noch ein paar Fragen beantworten von unseren Teilnehmern. Sind einige Fragen gekommen? Ich würde die jetzt gerade mal der Reihe nach, sofern sie denn auch für alle relevant sind, mit Ihnen durchgehen, Herr Geiger. Mhm. Zunächst die Frage, die jedes Mal kommt, ob wir denn die Präsentation nochmal rumschicken. Also wir haben das Webinar aufgezeichnet, Herr Geiger, wenn Sie einverstanden sind, würden wir das auch wieder online stellen auf Finanzen.net. Ja, dann, machen wir gerne. Okay, dann würde ich auch im Nachgang an das Webinar nochmal eine E-Mail an alle rausschicken, die jetzt teilgenommen haben. Dann hätten wir diese Frage schon beantwortet. Eine Frage, die sich auf das Produktuniversum bezieht, von dem Herrn Stütz. Werden auch klassische Optionsscheine auf Aktien angeboten oder ist sowas in Planung? Nein, also derzeit nicht. Derzeit werden ausschließlich Anlagezertifikate angeboten, aber man kann sich durchaus vorstellen, das Ganze auch auf Hebelprodukte auszudehnen. Und dann kämen natürlich die klassischen Knockout-Produkte und die Optionsscheine sehr wohl in Betracht. Okay. Hier eine Frage, die ist jetzt nicht für alle relevant. Die Frage nach dem Spread wird hier gestellt. Welche Spreads haben die Produkte? Wie sind die jetzt im Vergleich zu anderen Produkten, die jetzt ganz klassisch von Vontobel emittiert werden? Ja, also die Konditionen, ja, Pricing, Spread, die sind analog der klassischen Palettenprodukte. Das heißt, wenn die Produkte emittiert sind, wandern die quasi eins zu eins in unser Palettenmanagement rein und sie werden im Nachgang anhand der Spreads und des Pricings jetzt nicht sehen, ist es ein Palettenprodukt oder
ist es ein Produkt, was über meinzertifikat.de emittiert wurde. Also da braucht man am Ende des Tages schon ein geschultes Auge, denn das geschulte Auge würde beispielsweise erkennen, dass die klassischen Palettenprodukte immer auf bestimmte Fälligkeiten gehen. Und wenn eben ein Anleger jetzt nicht auf die großen Eurex-Verfälle emittiert, dann sieht man eben oder könnte man daraus schließen, dass es beispielsweise über meinzertifikat.de emittiert wurde. Also wir haben beispielsweise auch schon festgestellt, dass wir jetzt, als wir selber schon getestet haben, wie jetzt auch beispielsweise hier im Webinar, einfach mal ein Produkt machen zu Demonstrationszwecken, dann Tage später dann auch schon Umsätze ersichtlich sind, weil dann halt Anleger irgendwie sagen, okay, das Produkt gefällt mir, das könnte doch zu meiner Anlageerwartung passen. Und dann kaufe ich es einfach. Also es ist jetzt nicht irgendwie zwei Welten, ein Segment meinzertifikat.de und das andere Segment die klassische Produktpalette von Vontobel, sondern das ist integriert und wird auch gleich behandelt vom Pricing her. Eine Frage aus der Schweiz, der Herr Bingisser, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, fragt, er hätte bei Vontobel ein Depotkonto und fragt, ob er auch dort die Möglichkeit findet, direkt ein Zertifikat zu emittieren. Also was man machen kann, ist, dieses System ist ja quasi über Internet zugänglich und daher letztendlich für jedermann nutzbar, also sowohl für klassische Bankkunden wie auch für Online-Broker-Kunden. Von daher gilt auch hier die Regel, das Produkt ist nach ca. 30 Minuten an der Börse handelbar und dann kann ich entweder selber über mein Login beim Online-Broker eine Order aufgeben oder ich rufe eben meinen Berater an und gebe ihm die WPPK-Nummer durch und sage, bitte kauf jetzt Produkt XY für mich. Das heißt, er kann sich auch als Schweizer Staatsbürger dann registrieren bei meinzertifikat.de und ganz normal ein Zertifikat emittieren? Das ist im Moment schwierig, weil das Angebot für Deutschland im Moment noch begrenzt ist. Okay. Eine Frage von dem Herrn Sefrin, der nochmal nach den Indizes fragt, die als Basiswerte zur Verfügung stehen. Also von den Indizes her haben wir letzten Endes die gängigen Indizes. Schauen wir hier in der Produktübersicht, ob man das sogar dort visualisieren können. Ich kann Ihnen nochmal den Bildschirm übertragen, kurz, Sekunde. Jetzt haben wir es hier, sind wir noch einmal da, ich gucke gerade nochmal. Ne, es sind nur Sektoren bzw. Länder. Also von den Indizes, sag ich mal, haben wir den Eurostox, wir haben den DAX, wir haben die US-Indizes, wir haben den Nikkei drin. Also auch da ist eigentlich eine relativ große Auswahl gegeben. Was wir jetzt nicht drin haben, sind natürlich irgendwelche Nischenprodukte, Nischenindizes. Aber ich sage mal so, diese gängigen Leitindizes, die haben wir in dem System drin enthalten. Okay. Nochmal eine Frage zum Bestellprozess von dem Herrn Rust. Heißt bestellen nur, dass das Produkt generiert wird? Muss also später das Produkt über den eigenen Broker gekauft werden? Die Frage. Genau. Genau, das ist das, was ich am Ende des Vortrags ja gesagt habe. Es sind zwei getrennte Welten. Das eine ist der Bestellprozess. Da logge ich mich auf dieser Vermarkter- oder Marketingplattform meinzertifikat.de ein, simuliere mein Marktszenario und bestelle dann das Produkt. So, dann geht das Produkt an die Börse und ist dort gelistet und wird bepreist. Im zweiten Schritt gehe ich dann zu meiner Bank, völlig getrennt von meinzertifikat.de und kaufe die Wertpapier-Kennnummer, die ich eben im ersten Schritt über meinzertifikat.de emittiert habe. Also es gibt keine direkte Schnittstelle aus meinzertifikat.de heraus zur Bank oder zum Online-Broker, wenn die Frage in die Richtung ging.
Also in dem Sinne gibt es natürlich auch keine Abnahmeverpflichtung dann. Natürlich können Sie feststellen bei Vontobel, ob die Derivate dann auch gekauft werden, das ist klar. Aber der Anleger hat keine Abnahmeverpflichtung. Genau. Nochmal eine Nachfrage von dem Herrn Püllen zu den Indizes, die man investieren kann. Sind denn auch BRIC-Märkte, also Brasilien, Russland, Indien, China, verfügbar, beziehungsweise die Indizes davon? Im Moment glaube ich nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal, ob wir in die Richtung einfach was finden. Wenn wir den Basiswert jetzt mal den Hang Seng eingeben, haben wir nur die Hang Seng Bank. Versuchen wir den RDX einzugeben für Russland. Nee, also BRIC-Märkte sehe ich jetzt hier nicht. Nochmal den Bovespa. Nein, BRIC-Märkte sind nicht investierbar im Moment. Der Herr Dagan fragt, ob man die Produkte denn zu jeder Zeit, das heißt auch vor Ende der Laufzeit, wieder veräußern kann. Jawohl, also Sie können das Produkt handeln wie jegliches andere Zertifikat auch. Also wie gesagt, nochmal, wenn ich es emittiert habe, es gibt jetzt nicht irgendwo ein Kennzeichen daran, dass das ein mein Zertifikat.de Produkt sei, wo es entsprechende Handels- oder Verkaufsrestriktionen gibt, sondern nach dem Emissionsprozess, wenn das Produkt am Markt ist, geht es eins zu eins in die Palette ein und dann kann man das handeln morgens bis abends zu den gängigen Handelszeiten bei uns, also von 8 bis 22 Uhr in der Regel und das Ganze auch bis Laufzeitende. Ja, man kann es also auch vorher, wenn man quasi seine Zielrendite schon erreicht hat und sagt, naja, ich muss jetzt immer noch 2 Monate warten, bis es ausläuft und dann automatisch wieder bei mir ausgebucht wird und fälliggestellt wird, sondern dann stellt man einfach eine Verkaufsorder ein und gibt das Produkt zurück. Gut, dann denke ich, haben wir die Fragen, die viele Anleger interessieren, beantwortet. Ich kann gerne in die E-Mail dann auch, meistens machen wir das so, Herr Geiger, nochmal Ihre Kontaktdaten reinnehmen, beziehungsweise die Kontaktdaten Genau. von Vontobel. Wer da weitere Fragen hat, kann sich dann gerne direkt auch an Sie wenden. Ja, dann würden wir es an dieser Stelle einfach beenden. Herr Geiger, vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben, dass Sie informiert haben, wie das genau funktioniert mit meinzertifikat.de. Ja, ich bedanke mich bei allen Teilnehmern fürs Interesse. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Gleiches von mir. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und allen noch einen schönen Nachmittag und noch eine schöne Restpause, sofern die noch vorhanden ist. In diesem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.